Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von City Skylines. Wir befinden uns immer noch in Springwood. Das ist nämlich immer noch die erste Aufnahmesession. Das heißt, ich konnte eure Kommentare noch nicht lesen, sofern sie denn aufgeschlagen sind. Denn wir suchen ja noch immer einen Namen für diese schöne Stadt hier, die langsam wächst und gedeiht im europäischen Stil. Das heißt, es wird mehr so kleinstadtmäßig sein, auch wenn da jetzt gerade ein amerikanisches Polizeifahrzeug vorbeigefahren ist. Also nicht alles ist europäisiert worden. Mal schauen, vielleicht kann man das ja mit irgendeiner Mod auch noch wieder austauschen oder anpassen. Da habe ich euch ja gebeten, mal ein bisschen aktiv teilzunehmen, indem ihr mal schaut oder mal guckt. Vielleicht habt ihr ja interessante Mods, die man auch mit reinbringen kann. So nach und nach, die dann hier halt auch ins Stadtbild ganz gut reinpassen. Ich sag mal jetzt, wir befinden uns ja, wie gerade gesagt, in Europa eigentlich. Und da wäre es doch interessant, wenn zum Beispiel auch europäische Polizeifahrzeuge hier rumfahren würden. Ich weiß nicht, weiß, schwarze gibt es die in Europa. Ich wüsste nicht, wer welche hat. Wir hier in Deutschland haben ja jetzt so ein komisches, was ist das, Silber? Keine Ahnung, früher waren sie immer schön grün. Grüne Minna, kennt noch jeder. Mittlerweile haben wir Silberblau, genau. Vielleicht gibt es da ja was, um das auch mit anzupassen. Fände ich nice, das mit reinzubringen. Schön. So, wir sind hier am Ausbauen wie wild. Unsere Feuerwachen haben auch unterschiedliche Fahnen, sehe ich gerade. Hier ist... weiß ich nicht. Bleib doch mal stehen. Na, komm hier. Was haben wir denn hier? Weiß ich nicht. Im Fahnenlesen bin ich nicht der Held. Dort haben wir... was ist das? Belgien? Weiß ich nicht. Kommt mir so. Weiß ich nicht. Könnte hinhauen. Also haben wir hier schon mal multinational. Das ist doch schön. Und was war das hier für eine? So eine komische... es könnte Spanien sein. Ich weiß es ja... weiß ich nicht genau. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es weißt. Wenn ihr es wisst. Entschuldigung. Denn man will ja auch was dazulernen. So, prima. Was bauen wir denn heute? Wir haben Bedarf an Commercials. Gut. Bildung haben wir letztes Mal ausgebaut. Hier mit unserer Oberschule. Die hatten wir auch bitter nötig für die Commercials. Unsere Wohngebiete schlängeln sich hier so langsam drin entlang. Denke mal, das werden wir noch bis hier hinten einfach mal durchziehen heute. Damit wir das hier hinten so ein bisschen abschließen können. Und dann bei der Erweiterung mit den Kacheln mal schauen, wie wir da dann zu Rande kommen. So. Das wird jetzt reines Wohngebiet. Machen wir das mal so. Hier hinten kommen dann nachher die Dienstleister hin, sprich Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus, denke ich mal. Oder Arztpraxis. Da schauen wir mal eben. Feuerwehr. Jo, haben wir nötig. Das war unklug, aber die können wir versetzen, wenn es notwendig werden sollte. Hier eine kleine Polizeistation und dann gucken wir mal noch, dass wir hier gleich eine kleine Arztpraxis hinbekommen. Ganz einfach, damit hier hinten alles verfügbar ist. Wir brauchen 10.000, haben wir gleich zusammen. Hoffe ich mal. Genau, Wasser müssen wir noch haben. Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Hier ist unsere Kloakenbecken. Die müssen wir später umziehen nach hier unten. Ja, mal schauen. Kriegen wir schon hin. Und wenn die Leute hier halt nicht hinziehen wollen, dann ist es mir auch recht. Ich würde ja auch nicht unbedingt wohnen wollen. Wir haben schon etliches an Abwasser. Das kommt schon. Kommt schon einiges zusammen. Wie sieht es denn in Auslastung aus? Ja, wir müssen bald ausbauen. Alles klar. Gut. Kriegen wir hin. So. Strom. Ja, dann baut doch ein bisschen schneller. Dann habt ihr auch Strom. Super. Dann mache ich mal Folgendes. Wir schlängeln hier mit dieser einen Straße, die als Querstraße gedacht ist, uns mal hier so ein bisschen durch. Schließen die hier an. Zack. Damit haben wir das hier abgetrennt. Schön.
Und können jetzt hier einfach so Querstraßen ranziehen. Das, ja. Ah, die ist ein bisschen zu weit weg. Also ausnutzen will ich den Platz ja dann doch schon einigermaßen. Auch wenn die Karten ja dann doch etwas größer sind als einem bekannten Spiel. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Das ändern wir gleich noch. Kleinen Moment. Das machen wir anders. Das ändern wir sofort. Einem bekannten Spiel. Ich weiß gar nicht. Das kam so von einer Firma mit den zwei Buchstaben. Und die hat ja dann diese Firma mit den vier Buchstaben nachher platt gemacht. Wie hieß sie noch? Ich komme nicht drauf. Naja, egal. Auf jeden Fall, die hatten auch mal so ein ähnliches Spiel und da hatte man ja gar keinen Platz. Das ist ja hier irgendwie etwas anders. Ich weiß gar nicht, warum die das hingekriegt haben. So, einmal. Dann ziehen wir einfach die hier mal so daneben. So. Haben wir hier noch so eine Stichstraße? Ja, so eine Straße drumherum. Mal auf. Die kommt hier hin. Und dann machen wir eine. So. Ja, irgendwie sieht es immer geplant aus, aber so what? Na komm, nehmen wir das gleich mal mit rein. So. Zack. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch SimCity gespielt hat. Das letzte. Ich habe es auch gespielt und war nachher auch mega enttäuscht, weil es war kein SimCity. Es war einfach, weiß ich nicht. Also zu klein, zu wenig Simu, weil wenn ich gesehen habe, die Leute, die wohnen, wo sie wollen, die arbeiten, wo sie wollen und wenn sie Feierabend haben, gehen sie da ins erste Gebäude dazu finden und die Arbeitsplätze wechseln so wie andere Leute Socken. Ja gut, der eine oder andere wechselt nicht so oft die Socken, aber in der Regel macht man es ja am Tag. Das ist keine Simulation, das ist einfach nur, nee, weiß ich nicht. Es macht keinen Spaß. Weil hier hast du wirklich, du kannst jeden einzelnen Bürger, größer, ich mach mal eben einfach langsam, so, das war falsch. Halten wir doch einfach mal an, hier, nehmen wir ihn mal. Elizabeth Reed, gut, ungebildetes Kind, ja gut, da hat sie noch zu tun mit, wohnt in Fichtenresidenz, da wohnt sie und da bleibt sie auch im Wohnen. Geht zur Grundschule, nach dort. Und ja, das ist halt für mich eine Simulation. So muss das sein. Und ich weiß nicht, warum die große Firma das nicht hingekriegt hat. Die haben doch Geld ohne Ende. Ja, gut, jetzt haben sie Maxis zugemacht. Dann, aber ja, wer hat's denn verbockt? Naja, egal. Wir haben City Skylines und das ist wirklich, wirklich schön. Das ist wirklich gut gemacht. So wie sich das gehört und so wie es eigentlich auch versprochen wurde von anderen Spielen. Und nicht einfach nur sagen, ja, das ist eine Simulation und wenn man dann genau dahinter guckt, dann ist es einfach nur Verarsche. Finde ich nicht gut. Und wenn man sich dann auch überlegt, Cities, was hat das damals gekostet? SimCity 49, keine Ahnung. Vollpreisspiel halt. Und Skylines kriegt man für ein Apfel und ein Ei dagegen. Und kriegt so viel geboten, so viel Simulation. Und das Schöne ist, die totale Mod-Unterstützung. Wenn man durch den Workshop durchgeht, also man wird ja förmlich erschlagen von Inhalten. Und es gibt ja auch noch die Gebäude, die von dem einen Designer gemacht worden sind, der an SimCity mitgearbeitet hat. Das finde ich schon klasse. So, aber genug davon. Wir bauen hier weiter aus. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Wasser.
ich lege die hier einfach mal so unter die Straße, dann weiß man auch, wo sie sind. Da hinten fehlt Wasser. Warum? Haben wir jetzt schon zu wenig Wasser? Es ist ein bisschen wenig. Ja gut, dann werden wir hier vorne mal eine zweite hinsetzen. Eine Frischwasserzapfe. Dort ist sie. Zack, fertig. So, Leitung dran. Voila. Wasser. Marsch. Gut, das reicht, aber wir müssen auch auf der anderen Seite da hinten noch ein Klärdingens hinsetzen. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein bisschen ungünstig noch, aber wenn wir die erste Erweiterung setzen können, dann werden wir den Schmock hier verlegen. So. Was fehlt hier? Strom? Warum? Kein Strom? Da ist Strom ist noch da. Haben wir... Nein, wir haben zu wenig Strom. Alter, jetzt schon? Wir haben nur zwei Kraftwerke da hinten sitzen. Alter Falter. Dann bauen wir noch ein drittes. Fertig. Sehen irgendwie ein wenig sehr futuristisch aus, würde ich sagen. Naja. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die fand ich in den alten Cities, SimCities besser. Die Geschichte, dass man, wie war das noch, mit den Zeiten dann halt auch einen Wechsel in den Gebäuden hatte, wenn ich mich recht erinnere. War das SimCity? Ja, ne? Dass man so durch die Dekaden halt durchgegangen ist. Und in dem Bereich dann auch diese futuristischen Gebäude gekriegt hat. Nachher diese mega, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, diese Riesengebäude da, die alles beinhaltet haben, Commercials und Industrie oder was weiß ich, was da alle noch drin war. Das war natürlich total abgehoben dann so, ja. Hier, City Skylines ist ja dann halt realistisch. Wisst ihr es? Müll. Realistisch gehalten, wollte ich sagen, aber ja, es verliert seinen Reiz halt nicht, ne? Und interessant wird es natürlich, wenn man nachher das so weit ausgebaut hat, dass wirklich die Karte zu ist. Ich bin mal gespannt, ob wir die 25 Kacheln, 25 sind's, ob wir die wirklich voll bekommen. Also voll bekommen, ja, aber ob wir das dann gehandelt kriegen mit dem Verkehr und so weiter. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. So, hier sind wir also in unserer kleinen Küstenlinie. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich die letzten Strommasten hier auch wegschnipseln kann. Denn ich denke mal, ja, das zieht sich super durch. Wie gesagt, einfach um die laufenden Kosten ein bisschen niedriger zu halten. Ich meine, gut, Strommasten überirdisch. Macht es auch realistisch. Aber okay, die werden aufgewertet, warum auch immer. Macht es realistischer, aber naja, muss ja nicht sein. Ja. Ein geschäftiger Klein sind wir jetzt. Ein geschäftiges Klein wird immer sehr gerne genommen. Stadtplanungsbericht, das ist ja toll. Ölindustrie Spezial können wir zuweisen, haben jetzt neue Straßen dazu bekommen und ein Polizeihauptquartier, Feuerwehr, Krankenhaus, Ölkraftwerk, aha. Ja, das Problem ist da vorne. Stell. Stau auf dem Bau. Das wollte ich vermeiden. Wir müssen ausbauen, können aber noch nicht. So Blödsinn, wir können ausbauen. Kostet 3500. Kaufen. Dann können wir die beiden Kacheln kaufen. Ich nehme die. Kaufen. Und haben jetzt kein Geld mehr zur Verfügung. Das ist super. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir ziehen von hier
eine breite Straße. Wie machen wir's? Schließen wir die nach oben an oder nach hier unten? Nach hier. So, die setze ich mal hier hin und das heißt, wir müssen jetzt... Ich gehe mal nach da. So, jetzt wird es interessant. Dafür gehe ich mal in die Pause. Also in Pause-Menü. Wir müssen... Wie fahren die? Die fahren so rum. Das heißt... Überleg. Die muss hier hoch, hier rüber. Und die muss dann hier rüber. Autobahnabfahrt, da ist sie. Nee, wir machen erstmal die vierspurige. Ich setze die mal einfach bis hier vorne dran. Nee, direkt anschließen ist doof. Hatte ich jetzt gerade überlegt, ob wir die direkt anschließen, aber das wird nix. So, Autobahnabfahrt. Wir machen hier eine richtige Abfahrt. Das heißt, ja. Wieso geht das nicht so, wie ich das will? So, das heißt, die fahren hier rechts runter, da drauf. Passt. Das reißen wir nachher weg. Das ist mir über. So, dann können die von hier aus... da drauf. Schön machen wir später, ne? Dann muss ich von hier da drauf und von hier da drauf. Alter, ist das hässlich. Wie machen wir es? Gut. Ganz langsam. Wie kam ich jetzt noch hoch? Shift. Wie kann ich denn jetzt noch mal... Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Niveau anheben. Tab. Ich überlege gerade. Ich hab's vergessen. Wie kann ich denn nochmal die Straße anheben? Ich bin zu blöde. Hilfe. Da ist es doch. Straßen müssen gebaut werden. Tunnel. Ah ja, wir können jetzt auch mittlerweile Tunnel bauen. Das gab's in dem Update auch dabei. Ja. Bild auf, Bild ab. Ah, alles klar. Bild auf, Bild ab. Ja, dann fahren wir doch hier mal. Da fahren wir ab. Bild auf, Bild ab. Ah ja, alles klar. So. Ziehen die hier rum. Und schließen die hier an. So, dann können die hier runterfahren, die können da runterfahren. Und jetzt muss ich noch eine Auffahrt haben. Das war übrigens falsch. Denn die muss erst ab, dann drauf, ne? Genau. Bild hoch, zack. Ja, wie gesagt, das ist, ja, schön machen wir später mal, ne? So, und dann kommt hier die Abfahrt. So. Ja, gut. Wird funktionieren, hoffe ich. Glaube ich. Ja, super. Ist fast so schön wie die hier links. Ja, gut.
ob das Ganze funktioniert oder nicht oder ob wir es dann doch wieder abreißen, was ich befürchte oder glaube, das werden wir in der nächsten Folge sehen, denn wir sind schon wieder am Ende und haben keinen Strom. Oh Gott. Bis dann. Ciao.